Eigentlich habe ich so solche Serien früher total gerne geguckt. So diese Freitagsabends RTL-Sendungen, ne? So diese, wie nennt man das? Das ist eine Comedy-Sendung gewesen. Das ist keine Sitcoms oder so. Hallo, da ist er ja schon, Carmen. Aber hier so wie Hausmeister Krause, ne? Alles Atze. Was gab es noch? Nikola gab's, die Camper. Also der ganze Schiss, mal denken, so Ende der 90er. Oh mein Gott. Ja. Alter, okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ja, die ganze Sendung, die damals halt so kam, die fand ich echt cool. Hab ich richtig gerne geguckt früher. Als Heranwachsender. Kind war ich ja nicht mehr so wirklich. Ich hoffe mal, hier sind Luftblasen, Alter. Kann nicht angehen. Ist das deine Augen? Ich glaube schon, ne? Sesam, öffne dich. Möchte euch ja eigentlich auch nicht wehtun, deswegen. Ey, sorry, ich raff es wirklich nicht. Kann ich hier irgendwie noch ein Luftupgrade kriegen oder sowas? Da ist ja ein Skandal. Ich kann hier nichts machen. Einmal kurz runter, ne? Ich kann hier quasi den Untergrund einmal auskundschaften. Einmal kurz runter und dann muss ich eigentlich wirklich direkt wieder hoch. Aber ausgeschlafen bringt nichts wegen der echt bescheidenen Weitsicht. Ja, und dass der halt auch wirklich hochschwimmt wie, weiß ich nicht, keine jamaikanische Bobmannschaft. Guck mal, wie langsam der ist. Warum ist der so langsam? Ah, okay. Eigentlich müsste ich ja nur gedrückt halten, ne? Aber wenn ich gedrückt halte, könnt ihr auch mal sehen. Dann. Okay, das war jetzt gut. Ich sage einfach nichts mehr. So, blöd ist halt wirklich, dass ich hier so mega eingeschränkt bin. Und dass ich jetzt irgendwie zusehen kann, dass ich unter Wasser wahrscheinlich irgendwelche blöden Schalter finde, die ich dann die Laserbarrieren wegmachen kann. Da seht ihr! Warum ist das so? Wie langsam ich bin. Man gibt auf einmal wieder Hackengas. Ah, da ist eine Höhle. Könnte mir vielleicht weiterhelfen oder scheint jetzt auch einfach mal so ein paar Laserstrahlen. Und da sind Luftblasen. Oh, wie geil ist das denn? Ich liebe dich. Ich habe aber gerade noch ein Quietschi-Quietsch gehört, ne? Sag mal. Bist du irgendwie zu blöd? Also schwimmen mit dem Spiel ist kacke. So, Pumps. Einfach auf den Punkt gebracht. Ist ja ätzend. Oh mein Gott, bitte schwimm doch mal nach oben. Und zwar ein wenig schneller. Ich wäre sehr verbunden. Und das ist ja wirklich so, als würde ihm wirklich die Puste ausgehen. Ne? Als könnte er nicht mehr. Also einfach so, hup, und dann, hui, ist doch ganz schön anstrengend. Die quietscht es auch irgendwo. Ja, komm. Ich finde dich schon. So, den haben wir. Gehen wir mal hier nach links. Ein paar Lumps kann man immer mal gebrauchen. Da ist nix. Das heißt, wo ist jetzt? Dahin. Dar es Salaam. Wo ist der Käfig? Ihr habt mir einen Käfig versprochen. Ich höre jetzt leider auch keinen Help mehr. Was ist das? Das ist alles so verwirrend hier. Aha. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Hier irgendwo? Ja, genau. Ah, wo bist du? Wo bist du? Hinter der Tür? Krieg ich dich auf? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, das Level, das ist doof. Das mag ich nicht. Zu viel Wasser, zu viel andere Scheiße. Und vor allem zu wenig Spaß. Ich glaube, von einem Punkt zum anderen, wo man einfach sehr eingeschränkt in seinen Fähigkeiten ist und sowas mag ich nicht so gern. Ich mag zwar generell, so Linearität ist okay. Aber Linearität muss ja jetzt nichts mit Einschränkungen zu tun haben. Gibt es überhaupt das Wort Linearität? Wenn nicht, dann habe ich es so eben erfunden. Ach, da ist ein Schalter. Zum Atmen schnappst du meine Luftblasen. Hm? Ich muss erstmal zu dir kommen, Frau.
Okay, Kam ist also schon mal befreit. Ach so. Ach, na nee, das wird auch nicht funktionieren. Ach, na, ich wusste schon, worauf ich hinaus wollte, ne? Ja, wobei, das könnte man vielleicht doch mal versuchen. Oh, oh, Entschuldigung, mein... Entschuldigung, wo fange ich an? Nee. Nee. Das könnt ihr jetzt mal schön kriegen. Die Kamen kann man jetzt auch mal sowas von am Kamen lecken. Ja, bescheuert seid ihr doch. Ich will nochmal zurück. Da waren noch Sachen, die ich sammeln konnte, wollte und muss vor allem. Was bin ich froh, wenn das Level hier vorbei ist. Oh. Dunkles Wasser. Das ist böse. Das ist besonders böse. Ach, ja. Wo ist die Höhle? Ey, Alter, kann nicht sein. Ich finde sie nicht mehr, oder was? Hast du da unten angefangen, oder? Hier bin ich nicht lang geschwommen. Das war eine andere Höhle. Das ist auch schon echt traurig, dass ich... Ah, da hinten sehe ich sie, glaube ich. Ja, es könnte so sein. Oder es ist der Bereich, wo Kamen drin war. Wo ich aber ohnehin gerne nochmal rein möchte. Ach so. Ah, okay. Alter. Das ist echt so anstrengend, ne? Wenn er einfach nicht... Wenn die Haptik nicht da ist. Das nervt. Ernsthaft. Da will ich eigentlich auch gerne mal hin. Ich finde die Höhle nicht mehr. Das geht mir gerade so was von auf den Sack, ne? Wow. Das ist schon eine Höhle, bin ich doch geschwommen. Und die war ziemlich groß. Die war jetzt nicht so, dass ich jetzt denke, oh, ja. Gut, dass du die jetzt gesehen hast. War aber auch nicht. Ach, fuck drauf, echt. Dann verpiss ich mich jetzt. Scheiß-Level, echt. Dreckswix-Level, Kacke. So, genug geflucht. Komm, verpiss dich. Guck mal, wie langsam wir schwimmen. Was ist da los? Ich muss ja irgendeinen Knopf noch hier drücken können, um so ein bisschen schneller zu werden, oder? Ist ja... Ölig ist das. Mir fehlen so viele Sachen. Naja, es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, das jetzt hier schon zu machen. Ich lasse mich ersticken und dann bin ich wieder oben. Mann, ey, diese scheiß Zeitkomponente, Mann, ey. Da geht mir voll auf den Sack. Echt. Weil ich hier nicht in Ruhe mal gucken kann. Dreckslevel, echt. Ich bin froh, wenn die Kacke weg ist. Kann auch sein, dass ich mich jetzt gerade voll anstelle, aber es geht mir gerade tierisch auf den Sack hier, das Level. Weil ich es auch einfach nicht mehr finde. Und das, weil das. Da gehe ich mir nämlich selbst auf den Sack, weil ich zu blöd bin, wirklich das zu finden, wo ich vor 10 Minuten noch war. Wo ich vor 10 Minuten noch reingegangen bin. Was da damals für mich total offensichtlich war. Das war eine fette Höhle, wo ich einfach rein konnte. Verpiss dich, du fette Sau. Dankeschön. Und dazu noch die geile Kamera, die geile Steuerung. Gesamtbild, was mir schon so mein Puls so ein bisschen in die Höhe schießen lässt. Da guck, das ist einfach so eine große Höhle, die ich gesehen habe. Ich raff's wirklich nicht. Ach so, man muss also noch nach vorne zeigen, aha. Das ist aber im Spiel meistens eigentlich nicht der Fall. Da reicht es eigentlich, wenn man nur den Knopf zum Auftauchen... Da vorne ist es doch. Wieso habe ich denn die Höhle, diese fette Höhle davor, die ganze Zeit nicht gesehen? Da ist es doch. Der ganze Scheiß auch nur, weil ich in die Lava gesprungen bin, ne? Oder diesen Schmelzgedöns, kein Plan. Das Level muss weg. Das Level muss einfach weg. Komm. Dupdi-dupdi-du. Komm, gib Gas. Nein, nicht nochmal. Ja.
Weißt du, ich habe keinen Plan, was ich hier sonst noch tun könnte, um dahin zu kommen. Ach, guck mal, hier kann man ja hochklettern, stimmt. Ach, dann ist das auch wahrscheinlich dafür nicht gedacht, okay. Ich würde wirklich gerne hin. Wo ist er denn? Ach, da ist die Bombe. La Bomba. Ja, okay, ob das so klappt, wie ich mir das jetzt vorstelle. Uiuiui. Nee, okay, so geht es, glaube ich, nicht. Aber wofür ist es denn dann da? Jetzt mal ohne Scheiß. Das muss doch irgendeinen Sinn haben. Ich sehe hier nichts, was ich zerstören kann mit dem Gerät. Also aus Langeweile packen die so eine Scheiße da doch nicht hin. Ja, es geht mir nicht auf den Sack. Das ist echt nötig, ne? Da geht mir sogar schon die Stimme bei Flöten. Vielleicht. Nee. Mann, jetzt bin ich schon wieder da hinten. Hey, boah, nee. Oh. Ist das nervig. Ich weiß nicht, wie ich diese verschissene, verkackte Tür komme. Boah, geht mir das Level auf den Sack. Geht mir das Level auf den Sack. Das ist aber auch ein Gesamtbild, das ist einfach nur scheiße. Meine Fresse. Und hier ist es einfach so sehr hell hier. Ich sehe hier alles. Wow. Boah. Ich mag es nicht. Ich hasse Wasserlevel. Es gibt so viele Sachen, so viele Bereiche, wo ich gerne hinwollen würde. Was ist da rechts zum Beispiel? Ich habe keinen Plan, wie ich da hinkomme. Ich finde keinen Hinweis. Dann ist ja irgendwo so eine lustige Tür mit einer Rakete. Aber ich komme mit der Rakete nicht in die Tür. Alter, ey. Boah, ich könnte das Spiel gerade echt so in die Tonne treten. Schlimm sind halt einfach immer wirklich diese unbekannten Sachen. Ich höre was, ich kann nicht agieren, weil ich nichts sehe. Komm, wir machen jetzt doch die Wahlscheiße hier. Weil ich einfach nicht agieren kann, ne? Weil ich nicht weiß, wie ich da hinkomme. Ich vielleicht eine Idee habe, aber auch nicht weiß, okay, vielleicht komme ich da später hin, vielleicht muss ich da jetzt hin. Das ist so unbefriedigend, ne? Vor allem, wenn es hinterher einfach dann auch heißt, dass mir noch was fehlt. Und ich wiederum nicht weiß, okay, war es Doofheit? Oder fehlt mir noch irgendwas? Die würde ich jetzt eher sagen, das ist wirklich Doofheit. Weil ich nicht erkenne, wo ich hin muss. Ich eigentlich, aber gleichzeitig aber auch sowas von gar keinen Bock habe, dieses verfickte Level nochmal zu machen. Was echt einfach nur schlecht ist, ne? Weil es bietet ja auch keine Herausforderung oder so, dass man da jetzt eine krass Sprung-Action hat oder sowas. Es ist einfach nur Kacke. Bisschen rumgedüdel, ne? Rumgeschwimme. Mit zu wenig Luftblase, dass man immer wieder hochtauchen muss. Eine schöne Sequenz, die mir Steine zeigt und so ein paar Algen. Ist auch nicht verkehrt. Boah, nee. Dann lieber echt Level, wo man nichts sammeln muss und wo man dann eher so ein bisschen Herausforderungen hat. Andererseits gibt das aber auch keine Prozente, ne? Ich bin jetzt eine halbe Stunde hier dran. All diesen Wichs. Und ich habe im Endeffekt, nee, nur einen verkackten Raum gesehen. Dafür mag ich die Charaktere, das Charakterdesign. Dass sie alle so doof gucken. Ja, darf ich auch schwimmen? Ah, das war die Scheiße. Ja, willst du mir mal eine geben, auch so eine Luftblase, oder... Danke. Danke. Ach komm, die gönne ich euch. Hm, klar. Das war wie dumm auch, ne? Also, gut, ich sag mal so, wenn ich jetzt alle hätte holen müssen, dann wäre es sehr unfair gewesen, weil es frisst natürlich Zeit, wenn ich erstmal irgendwo hinschwimmen muss, um die Luftblasen zu holen. Ne, ist ja normal. Ist halt so, dass man... Wenn man den Weg zurücklegt, fick dich. Zeit investieren muss. Nur wenn ich gegen Fische kämpfe unter Wasser. Und ich halt kein Fisch bin. Dann sag ich mal erstmal jetzt hier die Action zu Ende. Dann gucke ich mich mal nach den anderen Lumps um. Hier so in der Pampa chillen. Danke. Danke. Ah, hier ist noch eine. Machst du so was anderes als im Kreis zu schwimmen kam oder? Hm?
bin mir jetzt echt nicht gerade ganz sicher, was das Gerät hier tut. Ich verstehe es wirklich nicht, tut mir leid. Hier hängt ja die Schallplatte oder irgendwie sowas. Der stimmt die ganze Zeit im Kreis. Kann ich doch mal. Nicht. So, schwimmen wir erstmal hier lang. Schon mal so ein bisschen was Sammelbares. Da habe ich jetzt gerade irgendwelche Funken gesehen. Was ist das? Okay, ich höre schon mal was quietschen. Nee. Nee. Will ich noch nicht. Entschuldigung. Da, was ist da am Funken? Achso, das ist nur ein Pfeil, dass ich da hoch soll. Warum macht der sowas? Ich verstehe es nicht. Der Spiel, genau. Da gab es bestimmt noch. Na, guck mal, da gibt es nämlich noch eine Höhle. Will ich nämlich auch gerne mal rein. Keine Ahnung, was mich jetzt hier erwartet am Ende. Vielleicht mal was Sinnvolles. Boins. Aha. Ja, ein paar Looms ist ja auch nicht verkehrt. Ah, ich habe trotzdem zu wenig Käfige. Der eine da hinten. Den habe ich auf jeden Fall verpasst, aber da habe ich auch wirklich keinen Plan, was ich da machen soll. Da war jetzt gerade nochmal Help in dem einen Bereich, wo ich war. Kann sein, dass jetzt hier irgendwo den ganzen Scheiß, den ich hier habe, auch nochmal was war, wo ich in eine Höhle schwimmen konnte. Was ich natürlich nicht gesehen habe, ne? Aber ich hoffe, der Pension 1 kam mir jetzt alles hier nicht so nervig vor. Ich kann aber auch nicht sagen, warum. Wahrscheinlich, weil ich meinen Fokus auf eine andere, also auf eine andere Sache gelegt habe. Wahrscheinlich, weil ich da einfach herausfinden wollte, warum das Spiel so viele so gut finden. In PlayStation 2, auf jeden Fall, objektiv gesehen, kann ich gar nichts dazu sagen eigentlich, weil es halt objektiv ist. Aber es bietet natürlich auf jeden Fall mehr. Und die Minispiele und sowas. Deswegen kann ich jetzt gerade nicht so ganz sagen, warum mir das hier so alles so tierisch auf den Sack geht. Aber auch so richtig hart. Ja. Klar kann man mal durch so ein Netz durchfliegen. Aber nur von einer Seite. Ach, guck mal, man kann ja doch klettern. Hoch, hinaus. Ja. Fragst du, wo war der Käfig? Was macht der Ring da? Ich weiß nicht, ob der Ring was mit dem Käfig zu tun hat oder nicht. Das ist jetzt so das, was mir gerade so ein bisschen... Unsicherheit verschafft. Ah, kommst du hoch, ne? Ja, kommst du hoch. Ja, ja. Ach, guck mal, hier ist er. Nun gut, immerhin 2 von 3. Ja, fall von mir jetzt runter. Schwimm mal wieder hoch und geh hinauf. Okay. Trotzdem keine Ahnung, was soll ich jetzt hier tun? Labelliertes Kupfer. Ich denke mal, ich muss da hin aufs Land, oder? Würde ich jetzt erstmal so vermuten. Ach, guck mal, von da aus kommen wir super dahin. Tada! Nein, keine Rutschpartie. Ich will nicht, bitte. Help! Okay, ich höre schon wieder jemanden. Aber das wird der letzte. Ja, das wird der kleine. Sind das Kleinlinge? Heißt die Kleinlinge? Ich glaube schon, ne? Der wird das sein. Mann, aber diese eine Stelle geht mir voll auf den Sack, wo ich die laufende Rakete hatte. Was kann ich damit tun? Ah, das könnte vielleicht sogar das Einzige gewesen sein, was ich jetzt hier im ganzen Level dann übersehen habe. Bin dann auch gleichzeitig wirklich beruhigt,
dass die Spieleentwickler, und wir mussten halt so ein bisschen was für mein Gemecker auch zurücknehmen, nicht auf die Idee kam, richtig viel Scheiß im Wasser einzubauen, wo man eh schon Zeitdruck hat. Achso, ne, es war auch doof von mir, dass ich da jetzt gerade nochmal zurückgesprungen bin. Weil ich kann auch den hier machen. Tada! 8 Lumps noch. Mega. Wo schreit er nach Hilfe? Wo bist du? Wahrscheinlich genau unter mir. Was geht? Ach, das ist das Levelende. Das heißt, da muss ich erstmal jetzt nochmal den Affenarsch finden. Ach, guck mal, da ist noch eine. Aha. Das ist wirklich clever versteckt, finde ich.